Hallo, Waage, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die letzte Woche Februar für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen. Unter dem Deck haben wir Puppe der Schwerter, Waage. Ja, irgendwie zeigt schon Kommunikation hier diese Karte. Und natürlich eine Person, die dich beobachtet. Also irgendwie eine Spione ist hier über Internet oder Sozialnetze. Oder bist du die Person? Wie gesagt, die Energie kann sich auch spiegeln. Aber hier gibt es eine Kommunikation über Internet. Ich sehe hier aber auch, Waage, eine Energie, die ja in eine Defensive sich stellt, ja? Eine Person, die sich auf eine gewisse Defensive stellt. Ja, genau. Schau mal jetzt hier. Schau mal hier. Die Karte der Tod, die Karte das Gericht. Ich denke, ja, eine Person, wo man schon bereits eine Situation beendet hat, Waage. Also Sternzeichen Skorpion ist hier sehr stark zu sehen, war wirklich sehr stark zu sehen, Skorpion. Ja? Auch Luftelement, aber Skorpion sehr stark. Und es kann schon sein, Waage, dass du bereits mit einer Energie schon ein Ende hattest, eine Situation, die schon beendet war, sei es eine Person oder eine Situation. Ich sehe hier eine karmatische Situation, Waage, aber sehr stark. Eine karmatische Situation. Ja. Eine karmatische Situation. Ich finde interessant, dass wir die Karte das Gericht hier haben und die Karte der Tod, ja? Waage. Also irgendwie hat beide Karten haben viel gemeinsam. Du siehst ja diese Menschen, die von seinen Gräbern rauskommen. Also ja, man kommt von seinem Grab raus. Menschen, die tot waren, also Menschen, die tot waren. Also das Wort hier tot oder schon eine Situation, die beendet ist, sehr stark zu spüren hier. Findest du bestimmt auch. Eine Person natürlich, die du kennst. Und Waage, nochmals, du weißt, wie das ist. Es spricht für dich oder es spiegelt sich, aber eine Person möchte zurück sich kommunizieren. Eine Person, die du bereits beendet hast. Es kommt Kommunikation hier. Waage, schau mal bitte her. Tatsächlich. Rat des Schicksals, fünfte Münzen, vierte Kelche. Du wirst nicht wissen, was du machst. Also es gibt hier, Waage, Menschen von deiner Vergangenheit, die zurückkommen. Menschen, die entweder dich nicht vergessen können oder irgend so eine Situation ist hier. Es gibt hier einen Zyklus, Waage, die sich wiederholt. Man spürt hier eine Person, die sich sehr allein fühlt, sehr allein und traurig, einsam, sich nicht gut, nicht wohl fühlt. Also hier ist kein gutes Gefühl. Man hat wirklich ein starkes Gefühl von Verlust hier
und wage gerade, sehe ich die Nummer 444 in meine Uhr, ja? Und interessant, ich habe die Nummer 4 auch für dich für diese Woche. Diese Nummer kannst du in YouTube, in der Spirituell oder als Engelnummer nachforschen. Es gibt immer eine wichtige Botschaft. Es ist wichtig, tatsächlich, ja? Wage, ich glaube, du wirst Kommunikation, diese letzte Woche Februar, wirst du Kommunikation bekommen von einer Person, die du schon vergessen hattest. Und das lässt dich natürlich nicht, ja, also das wird nicht einfach sein. Augenblick, ich schau mal jetzt eine Sache, Wage. Das wird nicht einfach sein, weil sehr wahrscheinlich jetzt sind andere Personen da, Waage. Vielleicht ist eine andere Person bereits jetzt da. Tatsächlich. Wow. Qué fuerte. Wow. König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau, Waage. Oder sonst, unabhängig von diesen Sternzeichen, wir haben hier mit einer sehr stabilen Energie. Für manche spricht das für einen Ehemann, eine Ehefrau, eine Langzeitbeziehung oder einfach eine Person, wie gesagt, die sehr viel Stabilität hat und an dich sehr viel denkt, nachdenkt. Und sogar gewartet hat, dass du vielleicht auch eine Kommunikation von dir machst. Wir haben hier mit eine Strategie. Diese Karte ist bei Sternzeichen Fische, bei Sternzeichen Wassermann gekommen. Vielleicht hast du mit Fische oder Wassermann zu tun, Waage. Oder irgendwie eine Verbindung ist hier. Hier gibt es eine Strategie von einer Person, die nicht weiß, wie er oder sie an dir wieder drankommen kann. Also dieses Gefühl ist hier zu sehen. Ja, und ich sage dir das wegen dieser zwei Karten. Also weil diese Person, es gibt hier eine Person, die beobachtet über Internet, Sozialnetze, beobachtet, ja. Keine Kommunikation vielleicht bis jetzt da gewesen, aber diese Person beobachtet schon. Und weiß aber nicht, wie er das machen kann oder wie sie es machen kann, um an dich wieder dran zu kommen. Weil wir haben hier mit einer komplizierten Situation schon zu tun. Aber sicher, sicher. Es ist wirklich sicher hier. Also Ritter der Münzen, König der Münzen. Erde, Sternzeichen, sehr, sehr stark auch zu sehen. Und ja, wie du siehst, eine Person, die zurückkommt. Langsam, sehr langsam. Sehr langsam. Zehn der Schwerter. Es gibt hier eine Person, die bereits schon losgelassen hat. Eine Person hat bereits losgelassen, weil möglicherweise schon mehrere komplizierte Situationen schon gab oder eine komplizierte Situation schon da war oder mehrere Enttäuschungen. In manchen Fällen reden wir über eine Person, die entweder verheiratet ist oder verheiratet war. Kompromisse hatte irgendwie. Schau mal, Waage, fünfte Münzen, siebente Kelche und die Karte die Gerechtigkeit. Wie du siehst, dein Schicksal ist hier zu sehen. Wie ich dir gesagt habe, ich sehe auch eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, die man treffen möchte, aber irgendwie, man nimmt sich auch Zeit. Kommunikation sieht man hier wieder, ja? Also ich sehe hier Kommunikation und die Gerechtigkeit ist hier zu sehen. Eine Karte, die mit dem Schicksal zu tun hat. Ja? Eine Klarheit in eine bestimmte Situation. Ja?
In manchen Fällen wage, wir reden hier über eine Scheidung, eine Trennung. Eine Scheidung, eine Trennung, eine Person, die vielleicht verheiratet war, die sich geschieden hat, die jetzt sich entscheiden kann, die jetzt entscheiden kann. Vorher nicht, vorher war nicht möglich, jetzt ist es möglich. Ja. Vier der Kelche, die Karte der Mond und 10 der Münzen. Nochmals, ich sehe hier diese Situation, was mit Familie zu tun hat. Wirklich. Also Familie, Kinder ist hier schon deutlich zu sehen. Ja? Eine von beiden hat Kinder oder beide vielleicht oder eine von beiden war verheiratet oder hat Familie, Verantwortungen. Ja, ist hier schon zu sehen. Sternzeichen Krebs. Ist hier zu sehen, Krebs auch, also Waage, Fische vielleicht. Ja. Aber ja, Waage, also tatsächlich, was ich hier sehr stark sehe, ist diese Ungewissenheit. Man weiß wirklich nicht, was man hier machen soll. Man weiß wirklich nicht, weil irgendwie entweder fehlt hier an Information, fehlt an Kommunikation. Sehr wahrscheinlich hat man entweder gar keine Kommunikation zu dieser anderen Person. Man hat hier Fragen, man ist unsicher. Es gibt hier eine Ungewissenheit. Und das hat möglicherweise nochmals mit Familie zu tun. Waage. Die letzte Woche Februar, ja, also die letzte Woche Februar, Waage, ist interessant, weil diese zwei Karten, genau diese zwei Karten hatten wir auch Sternzeichen Fische. Genau diese zwei, Waage. Keine Ahnung, ob du eine Verbindung jetzt da hast, aber es ist halt nur, ich kann mich ganz genau erinnern, ja. Und irgendwie ist das Gefühl hier von Verlust oder von Alleinsein oder irgendwie man vergisst diese Person nicht, eine bestimmte Person nicht. Und ja, Schicksal ist hier zu sehen. Rat des Schicksals ist hier zu sehen. Das ist eine Situation wirklich, Waage, das mit deinem Schicksal zu tun hat. Es ist schon so. Es ist tatsächlich so. Und eine Situation, die sich wiederholt. Also die Vergangenheit ist irgendwie immer wieder präsent. Nicht nur bei dir, Waage. Nicht nur bei dir. Es ist ja klar, dass wir alle nicht in der gleichen Situation sind und dass wir uns in verschiedene Zeiten bewegen, ja? Es spricht nicht immer für alle gleich oder für alle, was mit Wunschpartner zu tun hat. Vielleicht ist das Arbeit mehr, ja, oder eine andere Situation. Aber sicher ist, dass hier eine Ungewissenheit gibt. Es gibt möglicherweise nochmals gar keine Kommunikation mit einer wichtigen Person für dich. Es gibt deswegen eine Ungewissenheit. Ich denke tatsächlich, Waage, es wird möglicherweise Klarheit kommen oder eine Kommunikation kommen, die dir Klarheit in diesem Fall bringt, ja? Und auch trotzdem, eine Person stellt sich auf eine Defensive. In manchen Fällen reden wir hier über eine unerwiderte Liebe. Eine unerwiderte Liebe. Es kann möglich sein, dass jemand nicht mehr möchte. Weil wir hier über Familie reden, es kann schon möglich sein, dass wir hier über eine dritte Person reden oder Optionen sind hier zu sehen. Und eine komplizierte Situation ist hier zu sehen, ja. Aber
Aber wie gesagt, das Gefühl ist dieses unerwiderte Liebe. Und es zeigt sich schon ein bisschen kompliziert, vage, wenn ich dir ehrlich bin. Die letzte Woche Februar wirst du in einer Situation sein, wo vielleicht eine Entscheidung gibt und du Zweifel hast. Was ich aber denke, ist, dass am Ende du stellst dich hier in eine Defensive, wenn diese Energie jetzt für dich spricht. Oder sonst spiegelt sich das mit dem Gegenüber. Aber eine Person stellt sich hier in eine Defensive, weil immer noch nicht so richtig viel Klarheit in der Situation gibt. Es gibt keine richtige Klarheit. In manchen Fällen reden wir über Lügen hier. Eine Person, die vielleicht schon mal gelogen hat und deswegen man hat diesen Vertrauen verloren. Weißt du, was ich meine? Ich sage es wegen diesen sieben der Schwerter und die Karte der Mond. Und weißt du was? Waage. Wirklich. Also Sternzeichen Fische. Keine Ahnung, ob du damit eine Verbindung hast. Diese drei Karten kamen bei Fische auch. Und Fische habe ich schon eine Weile her gemacht. Ja? Also es ist nicht gerade jetzt, deswegen kommen die gleichen Karten. Nein, nein. Das ist schon eine Weile her. Ich habe die Karten mehrere Mal jetzt gemischt. Aber vielleicht Aszendent oder in deinem astrologischen Chart hast du Fische drin. Ist sehr stark zu sehen. Und hier sehe ich, Waage, eine Person, die strategisch eine Kommunikation machen möchte, obwohl die Person weiß, dass vieles schon passiert ist, geschehen ist. Ja, man möchte riskieren, man möchte hier riskieren, man möchte trotzdem riskieren. Man zeigt hier viel Mut, würde ich sagen, Waage. Man zeigt hier viel Mut, weil es ist extrem kompliziert, würde ich wirklich sagen. Also, ich würde es schon sagen, dass es schon kompliziert ist, ja. Wichtig ist, Waage, dass du in eine Wahrheit bleibst, in deine Wahrheit bleibst. Es wäre wirklich wichtig. Ja, wenn diese Energie auch für dich so direkt spricht. Man sollte hier wirklich in eine Wahrheit bleiben. Damit, genau, es ist wichtig. Also Waage, das ist die Energie, die sich für dich für die letzte Woche Februar zeigt. Ja, und ja, es hat hier mit Familie zu tun. Mit Familie ist hier zu sehen. Und trotzdem eine andere Person auch. Eine dritte Person irgendwie ist hier zu spüren. Also Waage, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Und ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns bald, ja? Danke, Waage. Tschüss.